Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Axel World vs. Sword Art Online. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dieser neuen Aufnahmesession. Ja, in der letzten Aufnahmesession hatte ich ja gesagt, dass wir jetzt Aufnahmesessions machen und nicht mehr Folgen. Und genau das ist auch bei diesem Mal. Bevor wir mit der Storyline weitermachen, habe ich mich dazu entschlossen, hier erstmal diese Quest weiterzumachen. Und zwar Haruki und Takumi haben sich in der Welt von AOL gestürzt, trotz Kurimes Warnungen. で、そのNPCの妖精さんによると、その仕方ないな。じゃあそのクエスト、一緒に行こうか。ただし、二人で行けるところまでだよ。厳しそうだと思ったら、すぐ引き返すからね。タク、お前ならそう言ってくれるって信じてたよ。実は僕も、春が好きそうなクエストだなと思って、下調べしてたんだ。案内するからついてきて。 Ich dachte mir halt einfach, dass wir erstmal hier diese Quest mal fertig machen. Ich habe nämlich. ここが噂になってたダンジョンだね。ほら、ここに掘ってある刻印が証拠だよ。うわあ、なんだか燃えてきた。 エロはやっぱ探索アクション系のクエストが多いのがいいよな。ま、僕らの世界は基本が対戦格闘だからね。ダンジョンもあるにはあるけど、定常のようにクリアさせる気のないような異常な難易度の場所ばかりじゃね。ナナ、早く進もうぜ。俺、もう待ちきれないよ。ああ、ハル、あんまり先走っちゃダメだよ。 Ja, wie ich gerade eben sagen wollte, ich habe mich einfach gedacht, wir machen jetzt einfach mal die Quest vor allen, weil ich die beiden trainiert habe. Ihr seht 230 und 228. So, jetzt gucke ich mal, kann ich vielleicht noch was an der Ausrüstung ändern? Hier ein Pfeil, kann ich da noch irgendwas ändern? Hat der noch eine Attacke? Ja. Ah nein, da habe ich mich geklickt. Stachelregen, genau. Hat er sonst irgendwas? Ja. Sonst hat er nichts irgendwie Besonderes, was man ihm noch geben könnte. Silver Crown. Ah, okay, Sturmumkehrer. Das könnte man vielleicht noch reintun. Was haue ich dafür raus? Ich würde sagen Lichtgeschwindigkeit. Das fand ich jetzt bisher nicht so cool, deswegen haue ich das raus. Ja, ansonsten hat er nichts, was man ihm jetzt geben könnte. Ja, wie gesagt, hat die beiden ein bisschen trainiert. Ich dachte mir halt einfach, ja, ein bisschen Training für die beiden und dann schaffen wir mit dieser Quest. Aber ich sehe gerade, dass die Monster unglaublich schwach sind mit 140, okay. Das hätte ich nicht erwartet, dass die Gegner doch so schwach sind. Wir haben nicht so wie beim letzten Mal mit Kirito und Klein irgendein besonderes Ziel, sondern wir sollen einfach hier durch den Dungeon laufen. Und ich denke mal, dann wird auch irgendwann irgendwas passieren, wenn wir uns hier durch den Dungeon bewegen. Die Quest ist ja aufgetaucht, nachdem wir den DLC eingelöst haben. Nur für die Leute, die bislang nicht wissen, was das jetzt gerade für eine Quest ist, die wir hier gerade machen. Also ich denke mal, ihr braucht den DLC, um diese Quest aktivieren zu können. Ja. Also können wir hier ein bisschen kämpfen. Keine Ahnung, wie lange das ging. Mit Klein und Kirito ging das ja schon relativ lang. Hm? 昔もこうやって探検したことなかったっけ?小さい頃に2人でさ。ああ。あったね、そういえば。ちーちゃんに内緒で行って、後から泣かれたっけ。そうそう。近所の森の中を探検してたはずが、結局2人で迷子になっちゃってさ。春が最初に泣き出したんだよね。うん、そうだった。
ちなみに僕は最後まで泣かずに春の手を引っ張って歩き続けたんだよ。よく覚えてるな、タク。だんだん思い出してきたよ。あの時僕は僕にもできることがあるんだって思ったんだ。何言ってるんだよタク。俺はいつもタクに頼りっぱなしだよ。今日だってあの時だってさ。そんなことないよ。あの探検をしようって言い出したのも春だし、今日だってそうさ。君はいつも僕を新しい世界に連れ出してくれるんだよタク。だから暴走しがちな君をせめてこうしてフォローできればって思ってるよ。なんだよ、そんな暴走してないだろ。本当にそう言い切れるかい春。よく考えてごらん。すみません、してるかもです。わかればよろしい。Die Leute, die ja schon hier mit aufgepasst haben, wissen ja, dass ich nicht so ein großer Excel-World-Fan bin. Aber trotzdem, ja. Also, ich finde irgendwie Chiang Pai extrem schwer zu kämpfen hier. Also, ich kann mit ihm nicht so gut umgehen. Deswegen kämpfen wir wahrscheinlich auch in diesem Dungeon größtenteils eigentlich auch nur mit Silver Crow, weil er halt einfach schneller und gelenkiger ist. Und das finde ich halt persönlich einfach besser, wenn man etwas schneller und gelenkigere Charaktere hat. Das ist halt einfach mein persönlicher Spielstil. Und da könnt ihr mir natürlich auch nicht reinreden. So. Ja, dieses Vieh müssen wir besiegen. Ja, also wie gesagt, keine Sorge, wir machen noch die Hauptstory weiter. Aber ich möchte halt ein bisschen Nebenstory auch noch mitnehmen, damit wir nicht nur die Hauptstory machen, sondern dass ich euch auch ein bisschen was anderes zeige. Zum Beispiel werden wir auch später noch, also danach noch einen kleinen Kampf machen. So, gibt es ja noch einen Kampf in der Kampfstage. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, mit wem wir da was machen können. Auf jeden Fall. Oh, die Kiste kann ich jetzt nun öffnen, schön. Auf jeden Fall, den Kampf möchte ich zum Beispiel machen und dann möchte ich auch euch auch noch die ein oder anderen Trophäen zeigen, die man erringen kann in diesem Spiel. Vielleicht habt ihr sie noch nicht, vielleicht habt ihr sie auch schon. Keine Ahnung, auf jeden Fall möchte ich euch zeigen, was das für Trophäen sind. Also das ist zumindest so mein persönlicher Plan, was wir heute so noch ein bisschen machen. Und erst danach verfolgen wir die Hauptstory weiter und gehen zurück ins Santal, ja, so heißt das Gebiet, und dort machen wir dann die Hauptstory lang weiter. Haben ja in der letzten Folge da hingearbeitet dazu, dass wir jetzt das machen können. Oh, schon der Boss, what the fuck? Also die Story mit Xian Pai und Hayuki dauert ja nicht lange. かなり強そうだな。大丈夫、君と僕の連携なら敵じゃないさ。ああ、タク、いつになく自信満々だな。今日は春と一緒に冒険してるせいかな、僕もテンションが上がってるみたいだ。今ならどんな敵にも負けない気がする。よし、行こうタク。Ja, okay. Wow, Level 240? Also wenn man das vergleicht, die anderen Monster waren so Level 140 und der Endboss sitzt hier auf Level 240. Das ist schon krass, finde ich. Take that hier. Ja, aber wir haben schon ziemlich gut Damage gezogen. Fast die Hälfte an Schaden. Also die erste Hälfte scheint auch fast weg zu sein. Und jawohl, jetzt haben wir auch schon mal die Hälfte des Kampfes geschafft. Also Kampf scheint definitiv möglich zu sein, auch wenn wir natürlich mit beiden Charakteren nicht die Möglichkeit haben zu heilen, dadurch, dass sie halt Excel-World-Charaktere sind, haben sie halt keine High-Skills. Das ist nicht gut. Was heißt das jetzt? Verdammt, ich kann nicht mehr angreifen. Oh, aber Xian Pai hat es geschafft. Oh, good job von Xian Pai und Level 230 nochmal für ihn. Wunderbärchen. Mit ihm konnte ich jetzt gerade keine Attacken mehr ausführen, weil er halt so eine komische. Ihr seht es ja da. Otsukare, Kuro. Pai-mo, otsukare.
いやー、やっぱパイルと俺の連携にかかれば怖いものなしだな。そうだね。あ、報酬ゲットだ。この刻印みたいなアイテム、装備品かな。とりあえず保管しておこうよ。今後何かで必要になるかもしれないし。あ、そうだな。Tianwinger erhalten. Ja, übrigens, die Leute, die sich vielleicht für den Movie auch interessieren, Sword Art Online Ordinance Gale, vor kurzem wurde nun endgültig angekündigt. Am 8. Dezember 2017 erscheint Sword Art Online Ordinance Gale The Movie für DVD und PD. PD, ja. Und zwar wird es eine normale Edition geben und eine Limited Edition. In der Limited Edition ist auch der Soundtrack des Films mit dabei. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt die Quest. Also wir machen jetzt, wie gesagt, Trophäen. Dafür brauchen wir nämlich Silver Crown und auch Kirito in einer Quest zusammen. Mehr Charaktere dürfen nicht drin sein, also dürfen nicht irgendwie noch Asuna mit reintun. Ja, auf jeden Fall, am 8. Dezember geht's dann los. Dann kommt der Film Sword Art Online Ordinance Scale auf DVD und PD. Leider noch nicht auf Blu-ray. Also ich weiß nicht, ob es noch eine Blu-ray-Version geben wird, aber auf jeden Fall wurde erstmal noch keine Blu-ray-Variante angekündigt. Ja, mit Kirito kämpfen wir in dem Spiel nicht so oft, weil er nicht so stark ist. Also, falls ihr euch für den Film interessiert, werde ich auch nochmal in den News mit ansprechen. Wurde nämlich gestern, also wenn ihr das seht, gestern angekündigt, dass Sword Art Online Ordinance Gate, the Movie, am... Uiuiui, der Kampf ist aber nicht gerade einfach. Leider kann ich ihn noch nicht teilen, weil Kirito ja nicht die Fähigkeit hat. Aber Kirito kann sich ja wenigstens selbst halten. Oh ja, richtig gut. Und down. Ja, ihr müsst übrigens nur irgendeine Quest machen, um den Trophäe zu bekommen. Also wie gesagt, der 8. Dezember, merkt euch das vor, dann Sword Art Online Ordinance Gate, the Movie. In den nächsten Tagen sollte das auch die Möglichkeit sein, sich bei den Online-Händlern das vorzubestellen. Also aktuell ist es noch nicht möglich, ja, zum Beispiel auf Amazon zu gehen und Sword Art Online Ordinance Gate Movies vorzubestellen. Ich kann euch ja nochmal die Trophäe zeigen. Ja, im Hintergrund seht ihr übrigens Horizon Zero Dawn. Ja, da seht ihr es, 21% haben wir jetzt, glaube ich, mittlerweile geschafft. Und hier seht ihr es, Silver Crown, die nächste Quest. Hier seht ihr es mit Black Lotus und Asuna zusammen in einer Quest. Das ist die nächste Aufgabe. Also wie gesagt, merkt euch das. Boah, wie gesagt, in den nächsten Tagen sollte es die Möglichkeit geben, es vorzubestellen. Den Film auf Amazon, denke ich mal, zum Beispiel, oder bei anderen Online-Händlern oder zum Beispiel auch in Saturn, keine Ahnung. Dort halt, wo ihr wollt, das Spiel vorzubestellen. Ne? Freut ihr euch auf den Film Sword Art Online Ordinance Scale? Übrigens, wenn ihr euch den Film dort kauft, dann bekommt ihr natürlich nicht nur die deutsche Version, sondern auch die japanische Version mit deutschen Untertiteln. Nicht, dass ihr glaubt, wenn ihr jetzt die DVD kauft, dass ihr nur die deutsche Version bekommt, sondern ihr bekommt natürlich auch die japanische Originalversion mit deutschen Untertiteln. Ich wollte schon sagen, mit englischen Untertiteln. Ah, jetzt müssen wir uns erstmal auf den Kampf konzentrieren. Aber ich denke mal, den sollten wir schaffen, vor allem weil Asuna ja in meiner Hauptparty sich befindet. Und Asuna ist ja jetzt mittlerweile schon relativ stark. So, take that. Ja, den Kampf haben wir auch gleich geschafft. Ah, wäre die Attacke durchgekommen. Ich glaube, dann wäre der Kampf auch schon vorbei gewesen. Ah. So, jetzt erstmal kurz heilen. Ah, ich wollte doch heilen. Du sollst mich nicht angreifen. Geh weg. Heilen, 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 heilen. Sicher ist sicher. Safe ist safe. Ah. Das tut aber ziemlich weh. Take that und down. Ja, schwerer Kampf natürlich nicht, aber um die Trophy zu bekommen, tut man natürlich so einiges. Juhu! Berserker und Weltenende. So heißt die Trophäe, die wir jetzt gerade bekommen haben. Ich finde es halt einfach in Ordnung, dass ich euch die ein oder andere Sache zeige, damit ihr vielleicht
eine Trophäe bekommen, falls ihr sagt, ich weiß gar nicht, wie ich diese Trophäe bekomme, dann wisst ihr es. So, ich muss mal kurz Cut setzen, dann geht's gleich. So, für die nächste Quest braucht ihr Skyraker, Iron Raider und im Übrigen auch natürlich Current Aqua. Diese drei Charaktere braucht ihr in eurer Party. Ihr seht ja jetzt sowieso gleich nochmal an den Namen. Wie gesagt, diese drei Charaktere braucht ihr, um die nächste Trophäe zu bekommen. Wie gesagt, Aqua Current, wie ihr seht, Andor Maiden und Skyraker. Diese drei Charaktere braucht ihr in eurer Party, um dann die nächste Trophäe zu bekommen. Die haben sie ja mittlerweile schon bekommen. Also falls sich jemand interessiert, wie man die bekommt, schaut einfach mal in mein Let's Play vorbei. Die bekommt ihr halt alle nacheinander, wenn ihr die Story spielt. Ja, leider habe ich die drei nicht so stark trainiert, weil sie halt nicht in meiner Hauptparty sind, beziehungsweise warum sollte ich sie trainieren? Auf jeden Fall sind die natürlich bei mir nicht so hoch gelevelt. Wow, die Attacke hat ziemlich viel Schaden bekommen, gemacht. Ui, das macht auch viel Damage. Alles extra World-Charaktere, deswegen können sie nicht heilen, beziehungsweise sie können sich nicht selber heilen. Aber wir machen echt guten Damage und jetzt sollten wir es auch geschafft haben. Jawohl, das war's. Ja, das war einfach. Skyraker 175. Wunderbärchen. Alle mit einem Level Up und da seht ihr, die Elemente bekommt ihr dann, wenn ihr diese Quest erledigt habt. Ihr müsst übrigens nicht unbedingt diese extra Quest machen. Ihr könnt jede extra Quest machen, die ihr wollt. Also... ich habe jetzt einfach nur die einfachste gewählt, dadurch, dass die jeweiligen Charaktere nicht gerade hoch gelevelt sind. So, das Ding ist jetzt nur, mir ist jetzt nicht so ganz klar, welchen Charakter ich brauche für diesen Kampf. Ich bin mir nicht sicher. Also wir haben ja hier noch einen Kampf, also so ein Battle. Ich weiß jetzt nur nicht gegen wen und wen wir da brauchen. Nee, du scheinst, was? Okay. Der will anscheinend dann gegen diese Hexe kämpfen. Persona Wappel, ne? Kurihime und Kirito haben überraschend viele gemeinsam. Vielleicht würde das in einem Kampf klären. Hm. Ja, klar, okay. Jetzt würde mich aber interessieren, wir haben ja zwei Kurihimes mittlerweile in unserer Party. Und zwar einmal, also die normale schwarze. Und dann hatten wir ja auch mal so eine Szene, wo die, also normale Version, die andere Version so fusioniert ist. Und dann hatten wir so eine Kurihime aus Sword Art Online Lost Song. Ich würde mich mal interessieren, ob wir rein theoretisch auch mit dieser Kurihime spielen können. Und zwar, ja, also, mit dir können wir ja, denke ich mal, aber es interessiert mich, ob wir auch mit der spielen können. Weil es ist ja im Grunde auch Kurihime, ne? Also, warum sollten wir es nicht schaffen? Ich würde jetzt aber auch mal ein bisschen an ihren Ausrüstung fallen. Sie hat natürlich nicht so ein geiles Ausrüstungsoutfit, wie das bei den anderen Charakteren ist. Und was gebe ich ihr denn jetzt mal am besten? Was würde am besten passen? Ja, doch, das gebe ich ihr mal. Was ist das Schaden? Nee, Wind, Erde. Die geilsten Sachen haben natürlich meine Hauptparty-Member, deswegen ist es schwer. Ja, das gebe ich ihr mal. Ah, Max MP, LP ist natürlich auch immer wieder geil. Und das meiste hat halt meine Hauptparty, deswegen ist es da auch nicht so leicht, da was herauszufinden, was ihr gut passen könnte. Oh, hier haben wir sogar noch was, was die LP erhöht. Was ich noch nicht einer meiner Hauptparty-Member. Ja, und dazu gebe ich auch noch dazu Skills. Ne, das war nicht das. Ich wollte hier. Habe ich noch irgendwas, was ich hier geben kann? Nö. Sieht es nicht so aus. Nö. Sternantrieb, das könnte man hier noch geben. Alles klar. Gut. Ja, das ist jetzt das Setup, mit der ich kämpfen könnte. Weil rein theoretisch können wir ja auch mit ihr kämpfen. Weil es ist ja auch ein Kurier. Warum sollte man nicht mit ihr kämpfen können? Bin ich jetzt einfach mal gespannt. Ich weiß durch die Kommentare, dass wir beide Kurihimes übrigens auch nicht in die Party mitnehmen können. Also würde mich interessiert, geht das? Nö. Okay, gibt es dafür auch eine Begründung, warum das nicht geht? Ich meine, rein theoretisch sind es ein und dieselbe Person.
Verstehe ich nicht, warum das eigentlich nicht rein theoretisch geht. Von der normalen Denkweise her würde man doch sagen, es müsste klappen, oder? Oder was meint ihr? Naja, man muss Videospiellogik nie unbedingt verstehen, das ist das Schöne. Videospiellogik hat immer seine eigene Logik. Cutten werde ich natürlich jetzt nicht, weil Black Lotus und diese Kurihime sind halt relativ schnell auf der Oberworld, deswegen ist es Quatsch, wenn ich das jetzt gecuttet hätte. Der Weg ist ja nun auch nicht wieder so weit. Und jetzt geht's los mit dem Kampf Kurihime gegen Kirito. Der Kampf wird mit Sicherheit interessant. Kuroki, chotto iika? Kirito, doushita? Maemae kara kikou to omotte tan da ga, omae no sono waza tte Brain Burst de dokuji ni amidashita mono nano ka? Ah. その話か。私もいずれせねばとは思っていたよ。ウォーパルストライク、スターバーストストリーム、ジ・イクリプス。これらはいずれも私がブレインバーストの師匠から教わった技だ。師匠か。キリトが同じ名の技を使っていた時は私も驚いたよ。ちなみに君の方はどうやってその技を。どれも前にやってた SAO ってゲームで得した技だな。ボーパルストライクは ALO でも使ってる。若干仕様が変わってるけどな。スターバーストとイクリプスはもともと SAO にあった二刀流スキルでしか使えないソードスキルなんだ。 ALO では一応物理的な再現はできてるんだが、当時より弱体化してるのは否めないな。なるほど。モーションや威力の違いはあるようだが、基本は同じ技と思っていいだろう。となると、うちの師匠がどこであれを教わったのか、だな。21年間という時間の違いはあるが、同じ開発メンバーがゲームに関わっていたという可能性はあるな。まあ前提として、こっちとそっちの時間軸が同じ場合だが。そうだな。なあ、黒雪。もう一回、一戦交えてみないか。何？同じ名の技を使う者同士、改めてぶつかり合えば何か見えてくるものもあるかもしれない。例えば新技が開発できたりとかな。うむ、そうだな。たとえひらめかなかったとしても、お互いの反復練習にはなるだろう。その戦い受けて立とう。そうこなくちゃ。Ja, ja, die beiden sind sich schon sehr ähnlich. Aber nun gut, das haben wir ja schon öfters thematisiert, dieses Thema. Alles klar, kann ich hier vielleicht noch irgendwas reintun bei ihr? Ah, tödlicher Schlag, das habe ich bei ihr noch nicht reingetan. 120 ist der Kirito, okay. Oh, wow. Okay, er konnte meinen Star Wars Stream einfach so ablocken. Cooler Spruch von den beiden, aber nun gut. Wir sind hier nicht, um coole Sprüche zu kloppen. Ah, guter Damage. Also, Kirito ist ja auch nur von 120. Den soll man eigentlich wegknallen, vor allem mit einem Exo-World-Charakter. Ich meine, mit einem SAO-Charakter ist das schon brutal schwer. Man erinnere sich. Oh, aber der macht Kirito-Chan. Man erinnere sich mit dem Kampf von Kirito gegen Hayuki, wo ich mit Kirito spielen musste. Alter, habt ihr das gesehen? Der tödliche Schlag, ey, der hat eben zwei Leisten abgezogen, aber das tut jetzt weh. Komm, ja, er ist im Duell und tot. Also, er ist nicht tot, er wurde besiegt. Yeah, wir haben gewonnen und das im First Try. Okay, der Kirito war auch lame und schlecht. Aber yeah, neue Technik wahrscheinlich jetzt für Black Lotus. Ja, ich habe gewonnen. そんなことはないさ。さすがは黒の王ってとこだな。キリトの方こそこの妖精の世界でトップクラスの実力を持つという噂にたがわぬ素晴らしい剣士だ。どうした？新技がひらめいたようだが、これはなんだなんだ？
スターバーストストリームだ。え？本来私のスターバーストストリームは高速の16レンズ機から生み出される星を流星のごとく飛ばす技なのだ。対してキリト、君の技は高速で相手に斬撃を叩き込む16連撃。どうやらそれに近い仕様の技を習得したようだ。なるほどな。ますます戦闘に幅が出るな、ロッタ。ああ、感謝する。きっとこれまで以上に力になれると思う。そうか。じゃあこれからもよろしく頼むぜ。ああ。Yeah! Sternsturm abtrennen haben wir erlernt. Sehr cool. Den haue ich gleich auch mal rein und dann mache ich mal einen kurzen Cut. Ich muss kurz was gucken und dann sind wir wieder gleich da.